Ja, Gott zum Gruß und herzlich willkommen zurück zu Siberia, wo wir jetzt hier das Museum durchstöbern wollen, um einen Hinweis auf die Muse dieser Person zu bekommen, die hier ja die Hände von Oskar gestohlen hat. Tatsächlich kann ich hier gar nicht so viel anschauen. Ich gehe mal tiefer rein ins Museum. Auch hier noch nicht so viel. Ah, zumindest hier. Was haben wir hier? Oh, wieder was zu lesen. Ich muss mal kurz gucken, wie lang das ungefähr ist. Es geht ja. Das geht ja. Die kristallklare Stimme der blutjungen Helena Romanski ergreift das Publikum Laien. Das Publikum Laien? Sowie Fachleute, dass sich anlässlich dieses 9. Brüsseler Festivals der goldenen Stimmgabel zusammengefunden hat. Die russische Sopranistin ist eine absolute Neuentdeckung. Ausgesprochen begabt scheint Helena mit nicht mal 20 Jahren eine großartige Karriere vor sich zu haben. Hier oben, das ist ein bisschen sehr komisch geschrieben, aber na gut. Die schönsten Lieder der Helena Romanski auf dieser goldenen Schallplatte gesammelt und weltweit bereits mehrere Millionen Mal verkauft. Die Stimme. Das Foto ist auf jeden Fall hier gemacht, wo wir gerade sind. Das kommt mir sehr bekannt vor hier. Die Genossin Helena Romanski singt für das Volk. Die Reihe der Liederabende mit Klavierbegleitung setzt sich in den Fabriken unserer großen Republik fort. Nach Kiew macht die gefeierte Sängerin Station in Komkolzgrad. Strahlend posiert Helena zusammen mit dem Chef der Fabrik, dem Genossen Borodin und einigen ihrer Anhänger. Ein unglaublicher und unumstrittener Erfolg in ganz Europa. Unsere nationale Berühmtheit, die große Helena Romanski, feiert jeden Abend auf den bekanntesten Bühnen Europas große Triumphe. Nach Mailand, Paris und Wien gibt es in Berlin stehende Ovationen für die Sängerin nach einem außerordentlichen Konzert von mehr als 2 Stunden. Zu dieser Zeit ist Helena Romanski auf dem Höhepunkt ihrer Karriere und die Konzerte dieses Jahres sind unbeschreiblich. Das bezeugt die unvergessliche Interpretation von Rigoletto im Duett mit ihrem berühmten Freund, dem russischen Tenor Frank Malkovich. Dieser hat, wie wir wissen, gerade beschlossen, seine Karriere in den Vereinigten Staaten fortzusetzen. Wir sehen eine kranke und erschöpfte Helena Romanski, die am Vorabend von ihren Fans Abschied nahm. Diese waren zahlreich im Bolochi oder Bolochoi Theater erschienen, um sich von ihrer gefeierten Sängerin ein letztes Mal zu verneigen. Mit Tränen in den Augen bringt die Erneuerung der lyrischen Kunst, der Name ohne Zweifel in der Nachwelt fortleben wird. Nur ein leises, bewegendes Danke über die Lippen. Dann haben wir hier noch ein paar Briefe. Empfänger unbekannt verzogen. Das sind wahrscheinlich die Briefe von, ja, von diesem etwas übertriebenen Fan. Die gehen ja an Helena Romanski, sind aber scheinbar nie angekommen. Meine liebe Helena, Sie müssen mir, gnädige Frau, diese vertraute Anrede vergeben. So oft und über so viele Jahre hinweg habe ich Ihnen nun schon geschrieben, dass ich heute nicht umhin kann, diesen brieflichen Austausch gleichsam als Beginn einer gewissen Vertrautheit zu erleben. Und wenn meine Briefe Ihren rechtmäßigen Empfänger erreicht haben, wage ich zu hoffen, dass Sie diese Gefühle teilen. Zum 112. Mal schreibe ich Ihnen also an diese Adresse, in der Hoffnung, dass Sie eines Tages dorthin zurückkehren werden und einen meiner Briefe vorfinden. Vielleicht diesen Brief. Es gibt so vieles, was ich Ihnen sagen, Ihnen zeigen möchte. Meine Arbeit schreitet voran. Wie ich Ihnen bereits sagte, war das Schwierigste, die Theorie in die Praxis umzusetzen. Aber nach und nach finde ich zur Lösung der verschiedenen Probleme und verfeinere unzählige Details. Die großen Orgeln sind heute so gut wie fertig und ich wünsche mir nichts mehr, als sie Ihnen vorführen zu können. Sie müssen mir glauben, gnädige Frau, meine Fabrik gleicht heute einer Auster, die auf Sie als ihre Perle wartet.
Ein grandioses Ensemble würdigt ihres Talents und ihrer Schönheit. Helena, sie, der ich mich so nah fühle, sie, die mein Handeln und Denken, ja, meine gesamte Existenz bestimmen, sie müssen wissen, dass die Zeit in mir die Gewissheit stärkt, dass ich sie eines Tages hier in der Fabrik, die ihnen allein gewidmet ist, empfangen darf. Voller Hoffnung warte ich auf den Tag, an dem sie meine Einladung annehmen werden. Ihr treuer Ergebener, Sergei Borodin. Mann, oh Mann. Okay. Also, meine Vermutung stimmt schon. Es war ja auch deutlich zu sehen. Das ist irgendwie, das ist nicht nur passioniert, das ist manisch, würde ich sagen. Aber wir haben jetzt hier, vielleicht hier vorne, nee, das geht wieder nach draußen. Wir haben jetzt hier nicht wirklich Hinweise gefunden, oder? War ich jetzt nicht sehr ergiebig. Wir könnten ihn natürlich nochmal ansprechen, ob wir jetzt Dialogmöglichkeiten haben oder ihn auf dem Brief ansprechen. So richtig viel hat uns das nicht gebracht, muss ich zugeben. Ich mir mehr erhofft. Hören Sie bitte, das alles ist ein einziges Missverständnis. Sie werden mir die Hände von Oskar wiedergeben und wir werden Ihre Stadt umgehend verlassen. Das kommt gar nicht in Frage. Ich brauche diese Hände. Das ist alles. Entschuldigung, ich kann Ihrer komplizierten Geschichte nicht folgen. Wie dem auch sei, ohne die Hände meines Blutes. Ich habe das alles. Diese Frau? Von Altmann. Mhm. Und wenn Sie erfahren. Wirklich ein Glück. Ich könne. Ich. Das. Diese. Ja, das hatten wir schon. Die Frage ist ja wirklich. Vielleicht können wir ihn auf die Briefe ansprechen. Nö, können wir nicht. Oder auf die Zeitungsausschnitte. Können wir auch nicht. Okay. Was natürlich noch möglich ist, ist, dass wir hier mal lang gehen. Da waren wir noch nicht. Diese Einschienenbahn wird anscheinend durch Fernsteuerung betrieben. Okay. Diese Einschienenbahn wird anscheinend durch Fernsteuerung betrieben. Und die Fernsteuerung, die hat er da. Also irgendwas haben wir übersehen. Was könnten wir übersehen haben? Jedes Mal klicke ich nicht auf das Auge. Was könnten wir übersehen haben? Tja. Wir können doch mal in das Museum gehen. Ich nenne es jetzt einfach mal genauso, wie er das genannt hat. Auch wenn das... naja, ein Museum stelle ich mir dann doch anders vor. Vielleicht habe ich da etwas übersehen. Ansonsten ist tatsächlich die Frage, wer uns da helfen könnte. Hier ist nichts, ne? Ich habe nichts übersehen. Es wirkt zumindest nicht so. Nee. Jetzt ist guter Rat teuer. Mir fehlt jetzt so ein bisschen der Ansatz, wo wir weitere Infos herkriegen könnten. Vielleicht... Die war doch selber Sängerin, oder? Auf jeden Fall hat sie was mit Musik zu tun. Das ist jetzt zwar... Das ist schon Stochern im Nebel, aber... Wahrscheinlich der Anrufbeantworter. Hallo Mama? Kate! Oh, doch nicht. Weißt du eigentlich, wie spät es ist? Wie kommst du denn dazu, mich mitten in der Nacht anzurufen? Entschuldige bitte, Mama. Ich hatte die Zeitverschiebung völlig vergessen. Habe ich dich geweckt? Natürlich hast du mich geweckt.
aus meinem ersten Tiefschlaf noch dazu. Du solltest wissen, dass dies der gesündeste ist. Bei dem Tag, den ich hinter mir habe. Entschuldige bitte, aber es ist sehr wichtig und dringend. Ich habe nicht viel Zeit. Hat das nicht bis morgen Zeit? Worum geht es denn? Es steht völlig außer Frage, dass ich Dan für dich anrufe. Mama, hör mir doch bitte einmal zu. Wenn ich mich richtig erinnere, bist du im Moment mit einem gewissen Marowitsch liiert. Nicht doch. Malkovich, Kätchen. Ach Frank Gott. Malkovich. Okay. Ja, gut. Er ist doch Opernsänger, nicht wahr? Ganz genau. Eine der größten Stimmen seiner Zeit, so sagt man, mein liebes Kätchen. Na wunderbar. Dann wird er wohl auch die berühmte Opernsängerin Helena Romanski kennen, seine Landsmännin. Du musst ihn unbedingt fragen, ob... Warte mal, Kätchen, bleib dran. Ich brauche ihn nur zu wecken, dann kann er dir das selbst sagen. Ach, dann ist er... Schatz, auf, ja. Meine Tochter ist am Apparat, ja. Kate, bist du noch dran? Frank hat mir gesagt, dass er diese Romanski sehr gut gekannt hat. Eine große Sopranstimme. Super. Weiß er auch, was aus ihr geworden ist? Singt sie noch? Wo lebt sie? Sekunde, mein Mädchen. Und weißt du, was aus dieser charmanten Sängerin geworden ist? Herr Frank sagt, sie hätte sich aufgrund schwerer gesundheitlicher Probleme zurückgezogen. Ist das sicher, was? Wohin? In einen Kurort. So etwas wie Aralbad. Aber er ist sich nicht sicher. Das liegt 15 Jahre zurück und so aus dem Tiefschlaf. Oh, vielen Dank, Mama. Tausend Dank an Frank. Ihr verdient beide einen dicken Kuss. Bis später. Wow. Also, gut. Es gab einen Hinweis drauf, tatsächlich, weil die Mutter hat natürlich in einem Telefonat den Opernsänger erwähnt. Aber sich da noch dran zu erinnern, wow. Das ist eines der schwereren Rätsel. Das war jetzt auch mehr Zufall. Der Zufall liegt daran, dass ich vor dem Spielen habe ich ein paar Tipps gelesen. Und in den Tipps stand zum Beispiel, immer dann, wenn man hängen bleibt, dran denken, dass man, genau, dass man telefonieren kann. Hallo? Wecke ich dich? Nein, weißt du, ich kann nicht schlafen. Diese Geschichte lässt mir keine Ruhe. Welche Geschichte denn? Aber Kate, hast du denn unseren ersten großen Streit vergessen? Ich möchte, dass wir darüber reden. Ach, wir waren einfach beide etwas mit den Nerven am Ende. Aber das ist doch längst Vergangenheit. Stimmt. Aufregen führt zu nichts. Du kannst mir glauben, ich habe mich gar nicht wohlgefühlt, als ich aufgelegt hatte. Wirklich? Ja, ich hatte die Tür zu meinem Büro aufgelassen und bin überzeugt, dass es alle gehört haben. Ach, das tut mir aber leid. Entschuldige mich doch bitte bei deinen Kollegen. Nicht so schlimm, Liebling. Versprich nur, dass du dich nicht mehr so aufregst. Du bist doch sonst so charmant. Ich habe das Gefühl, dass diese Reise dich mehr und mehr von mir entfernt. Es stimmt schon, dass ich hier viel Neues und Unbekanntes erlebe. Ich verstehe. Und immer noch keine Spur von Hans Vorarlberg. Nein. Halt mich auf dem Laufenden. Weißt du, du bist mir sehr wichtig, Liebling. Komm schnell zurück. Ich werde es versuchen, Dan. Er wird plötzlich etwas netter. Hat wohl doch ein bisschen Angst, sie zu verlieren. Naja. Zu Recht, würde ich sagen. Zu Recht. Herr Direktor? Wie? Ach, Sie sind es, Fräulein Walker. Herr Direktor, ich glaube zu wissen, wohin Helena Romanski sich zurückgezogen hat. Mein Gott, Sie haben Helena gefunden. Das ist fantastisch. Ja, schauen wir mal. Weil wo zum Geier liegt Aralbad? Meine Recherchen haben ergeben, dass Helena Romanski heute in Aralbad lebt. Aralbad? Helena Romanski ist also in Aralbad? Kennen Sie diese Stadt? Wissen Sie, wo sie liegt? Aber ja, es war früher ein renommierter Kurort. Zu seiner Blütezeit fanden sich in Aralbad die hohen Beamten des Regimes ein. Sich dort aufhalten zu dürfen, war eine Ehre. Aber die Zeiten sind vorbei. Die hohen Persönlichkeiten haben den Ort für immer verlassen. Und das Meer übrigens auch. Es handelt sich anscheinend für den idealen Ort für eine lange Genesung. Madame Romanski wäre hier ebenso gut aufgehoben. Ich denke, sie würde die Ruhe, die Stille, diesen Frieden hier sicher genießen. Bin ich mir nicht so sicher. Die Frage ist aber jetzt, wie wir da hinkommen. Meine Recherchen haben ergeben, dass Helena... Ach, es handelt sich...
Ja gut, und jetzt? Und wie komme ich nach Arlbad? Genau. Irgendeine Lösung gibt es immer. Ich habe leider kein Fahrzeug, das diesen Namen verdient, aber der alte Trunkenbold da oben wird sicher eins haben. Sie sind hier also nicht allein. Da oben. Wo ist das? Haben Sie denn nicht die Weltraumbasis da oben auf der Hochebene bemerkt? Ich glaube, sie wird noch heute von einem dummen, abstoßenden Militärbeamten überwacht, der lieber Wodkaflaschen als Sterne zählt. Und Sie meinen, dieser Herr würde mir ein Fahrzeug zur Verfügung stellen? Keine Ahnung. Aber wenn er einen guten Tag erwischt hat, warum nicht? Das ist allerdings eher selten. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Und wie komme ich zu dieser Weltraumbasis? Es gibt eine Einschienenbahn, die die Verbindung herstellt. Wenn Sie drin sitzen, stelle ich die automatische Steuerung ein. Okay, und schon wieder schließt sich ein Kreis. Ich mache mich jetzt auf. Wünschen Sie mir Glück. Ich verlasse mich auf Sie, Fräulein Walker. Wobei das hier ein bisschen abstrus ist, muss ich zugeben. Weltraumbasis, was zum Geier. Also was ich eben sagen wollte, wenn ihr das mal selber spielen wollt, okay, dann kennt ihr jetzt alle Lösungen, weil ihr mir dabei zuschaut. Aber ja, grundsätzlich hatte ich gelesen, lohnt es sich immer mal wieder, wenn man nicht weiterkommt, das Telefon zu benutzen. Das war ja auch ganz am Anfang so ein Punkt, dass man den Anwalt anrufen muss, seinen Chef. Das scheint wohl öfter vorzukommen. Das hat jetzt geholfen. Aber, also, ich habe es jetzt nicht hergeleitet, ne? Ich habe es einfach probiert. Egal. Wir gehen jetzt in die Einschienenbahn. Adventure ist ja auch immer ein klitzekleines bisschen Trial and Error, ne? Das gehört ja doch auch dazu. Ui, schon wieder ein Anruf. Hallo? Kate, bist du es? Wie geht's? Olivia, das trifft sich ja gut. Kennst du eine gewisse Helena Romanski? Nein. Ist das eine Designerin aus dem fernen Russland? Nein, eine berühmte Opernsängerin. Stell dir vor, ich habe die Gelegenheit, sie kennenzulernen. Ich muss nur einen Weg finden, nach Arlbad zu kommen. Ist das nicht toll? Finde ich ehrlich gesagt nicht. Was hat diese Frau denn mit der Toys-Geschichte zu tun? Kate, bist du sicher, dass du keine Dummheiten machst? Ich habe den Eindruck, du hast dich ziemlich verändert. Um es kurz zu sagen, hängt meine Weiterreise von dem Zusammentreffen dieser Diva mit dem Direktor des Industriekomplexes von Komkolzgrad ab. Keine Sorge, ich weiß, was ich tue. Warum findest du, ich hätte mich verändert? Ich habe nur so das Gefühl, du bist jetzt selbstsicherer, stärker. Du weißt, was du willst. Findest du das schlimm? Naja, du regst dich im Moment recht schnell auf. Ich fange an, mit Dan da einer Meinung zu sein. Es ist nicht immer leicht, dich systematisch zu verteidigen. Was soll denn das heißen? Naja, ich habe Dan ein-, zweimal auf ein Glas eingeladen. Da muss ich mir aussprechen, verstehst du? Er fühlt sich allein. Und was hat er dir so erzählt? Nichts. Er hat das Gefühl, du würdest dich von ihm entfernen. Na, verstehe dich immer weniger. Zum Beispiel, als wir neulich im Kino waren, sagte er, dir hätte der Film bestimmt gefallen. Ich habe das Gegenteil behauptet. Erzählst du mir gerade, dass du mit meinem Verlobten ausgehst? Kleine Nuance, Kate. Ich gehe nicht mit Dan aus. Ich führe ihn aus. Das kann nur in deinem Sinn sein. So passe ich für dich auf ihn auf. Wirklich sehr nett von dir. Aber Kate, bist du etwa eifersüchtig? Aber das zeigt ja nur, dass dir etwas an ihm liegt. Das wird ihn freuen. Trefft ihr euch schon bald wieder? Ah, ja, morgen. Dan hat mich zum Diner der Goldbergs eingeladen. Du bist doch nicht sauer, Kate. Nein, nein. Ich muss jetzt Schluss machen, Olivia. Mach's gut. Das war ein sehr seltsames Telefonat tatsächlich. Grundsätzlich ist ja nichts dagegen einzuwenden, wenn Freunde gemeinsam ins Kino zu gehen, ne? Aber die Freundschaft scheint neu zu sein. Na gut. Warten wir da mal ab, wie es mit der Beziehung von Kate und Dan weitergeht. Ich hab da ein ganz mieses Gefühl, um mit Han Solo zu sprechen. So, und das ist jetzt die Weltraumbasis. Das ist ein komischer Name. Ich meine, es sieht so ein bisschen UFO-mäßig aus. Was ist es jetzt? Was haben wir jetzt? Also angeblich haben wir ja eine neue Dialogoption, die habe ich aber jetzt nicht gesehen. Naja, gut.
Gehen wir erstmal hier hin. Ist das eine Weltraumkapsel oder sowas? Tatsächlich. Okay, hier ist was zum Bedienen und da ist so eine Weltraumkapsel-ähnliches Gebilde. Okay, hier fummeln wir erstmal noch nicht dran rum. Nicht, dass ich hier die Weltraumkapsel irgendwo hinhiefe, ehe ich drin war. Ei. Wer sind Sie denn? Ja, Prost. Hallo, hallo. Entschuldigen Sie die Störung. Hey, hören Sie mich? Achtung! Klar zum Start! Feuer! Großer Gott, da steht doch ein Fräulein auf der Abschussrampe. Alles in Ordnung, mein Herr. Beruhigen Sie sich. Ich bräuchte nur eine Information. Achtung, Mütterchen. Wir geben hier keine strategischen Informationen. Auf dieser Basis gelten die militärischen Vorschriften. Verstehst du? Nee, ehrlich gesagt verstehe ich das nicht. Wir stellen uns mal vor. Mein Name ist Kate Walker, Anwältin aus Am... Ich finde mich hier nicht so richtig zurecht, aber Sie müssten diesen Ort doch recht gut kennen. Boris Scharow, zu Ihren Diensten. Ich darf Ihnen doch ein kleines Schlückchen anbieten? Gerne. Leben Sie schon lange hier? Sind Sie hier allein? Oh, hier ist schon eine ganze Weile nichts mehr los. Aber ich habe ja meine Flaschen. Treu und ergeben. Sie sind Soldat, nicht wahr? Und waren früher auch Kosmonaut, oder? Das war mal. Genug geredet, Mütterchen. Und jetzt stoßen wir an. Das ist ein Befehl. Na gut, dann stoßen wir an. An der Stelle muss ich tatsächlich einen kurzen Cut machen, das Real Life ruft. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann setzen wir dieses Gespräch natürlich fort. Bis dahin, macht's gut, bis dann, ciao.